Ja, Leute, willkommen bei 1, 2, 3. Und unterwegs. Voller Power, voller Kraft und voller Energie. Bildschirm wieder. Und der wächst. Die Leute, die meinen Kanal von Anfang an verfolgen, haben am Anfang des Videos gesehen, den Bleitreusee bin ich aktuell, und am Anfang des Videos kam dann auch der Bleitreu-Strand. Der macht aktuell alles gerade hergerichtet für diese Sommersaison. Es wird da aktuell neu Sand verlegt. Übrigens kann man da auch mit dem Skiwasser fahren auf dem Bleitreusee. Ich habe jetzt eine Anlage, wo man dann durchs Wasser gezogen wird. Ja, und hier hat alles angefangen auf dem Bleitreusee. Und genau am Anfang des Strandes, wie ich angefangen gefilmt habe, da habe ich Sven vor circa knapp 3,5 Jahren wieder getroffen. Ja, da kam Sven da mit seinem Scoopy 1 mir entgegengefahren. Ja, nach circa, glaube ich, 8 Jahren und 9 Jahren hatten wir uns zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Haben uns spontan getroffen da. Da war, wie gesagt, Sven mit seinem Scoopy 1 unterwegs. Ja, da hat er mir das Kajakfahren ein bisschen näher gebracht. Das Video gibt es auch von mir. Das ist mein allererstes Video mit Wo ist Sven? Damals habe ich, glaube ich, noch mal ein Handy gefilmt gehabt, meine ich. Also noch sehr unprofessionell gefilmt in dem Zeitraum. Ja, und Sven ist dann hier mal ein Stück durch am See herumgelaufen, haben uns einen schönen Einstiegspunkt gesucht. Ja, und da habe ich als Kajakfahrer mal kennenlernen dürfen und mich auch total im Kajakfahren verliebt. Ja, dann bin ich später mal auf diesem See mit meinem eigenen Scoopy gefahren, mit einem blauen Scoopy. Wir haben Sven ist mal einen Spaßtest gemacht, ja, und haben auch dann, glaube ich, ein paar Monate später kam auch wieder zurück. Dann habe ich damals meinen ETW X500 von Decathlon ausgetestet, da haben wir auch eine kleine Spaßtour gemacht. Selber war ich dann damals auch hier mit den Damian, habe ich auch eine kleine Testfahrt gemacht mit meinem ETW X500. Ja, also könnt ihr sehen, auf diesem See habe ich schon sehr viele tolle kleine Touren gemacht hier. Ja, inzwischen habe ich zwei perfekte Kajaks, mit denen ich jetzt dieses Jahr auch öfters unterwegs sein möchte. Ich überlege mir auch nochmal hier zurückzukehren, mit meinem kleinen Kajak, um mal zu gucken, wie hier das kleine Kajak auf dem See verhält. Ja, aktuell bin ich hier, wie ihr sehen könnt, mit meinem Mountainbike unterwegs. Somit kann ich auch sagen, Leute, wir kommen heute zur ersten Mountainbike-Tour, / Radtour dieses Jahr. Ich bin von Brühl-Kirberg aus gestartet, fahre es einmal um Bleitreusee herum. Unsere Tour wird heute ca. 50 Kilometer haben. Und das Ziel ist heute der sogenannte Papshügel. Mal gucken, was da ziemlich auf sich hat. Bin ich mal gespannt, was der Papshügel für eine Bedeutung hat. Das habe ich mir mal auf Komoot rausgesucht. Ja, Leute, wenn ihr wissen wollt, was der Papshügel zu bedeuten hat, bleibt dran, verfolgt mit mir gemeinsam diese wunderschöne Tour. Gut, Leute, ich würde sagen, ich gebe euch noch einen schönen Blick auf den Bleitreusee und dann geht es auch gleich los mit der Tour, Leute. Ja, Leute, bevor es losgeht, hier eine kleine Info. Also, man kann hier tauchen, Fenderpaddel fahren, Kajak fahren oder auch, wie schon erwähnt, surfen, schwimmen. Sogar Angeln ist hier an gewissen Punkten erlaubt. Und es gibt auch extra eine Ökozone für Naturschutz. Ja, hier sieht man dann Wasserski, von wann die Saison ist, vom 1. April bis zum 30. September und so. Gibt es hier Fußwege, Wanderwege, Liegenwiesen, Sandstrand, Schwimmen auf eigene Gefahr, Tauchen, wie schon alles erwähnt. Ja, das Schöne ist, dass auch alles hier komplett kostenlos hier auf dem Bleitreusee. Das heißt, man muss nichts zahlen. Und im Sommer ist das richtig krass Besuch. Ich weiß noch damals, als wir gemeinsam unsere Scoopies austesten wollten, auch mein Scoopy austesten wollte, waren wir im Hochsommer hier gewesen, Alter. Sind wir einmal im kompletten See herumgegangen und haben nichts gefunden.
sind wir halt aus dem Busch gelaufen und plötzlich waren da zwei nackte Pärchen und so halt. Also kommt so ein Scheiß drauf halt, ne. Wir bauen jetzt dann da die Kajaks auf und so halt. Und haben es auch gemacht und sind auch dann da eingestiegen, Leute. Also Bleibtripsee ist echt super cool. Für Erholung und für Familien echt super geeignet. Ich würde sagen, wir fahren nochmal los, Leute. Ich wollte jetzt nach vorne, gleich da hinten weiter. Let's go. Ja, Leute, ich muss schon sagen, es ist mir echt schön, mal wieder lang längeren mit dem Mountainbike bzw. auf dem Mountainbike-Tour zu gehen, Fahrradtour zu gehen. Ich habe heute Mountainbike-Gelände und auch hier Asphaltstrecke zu bewältigen auf der heutigen Tour. Ja, ich werde dieses Jahr natürlich auch weiterhin gucken, dass ich den Mehrradweg zu Ende mache. Da habe ich mit denen die erste Etappe gestartet. Das heißt, in der Zukunft werde ich schon die zweite Etappe machen. Auf dem Radweg dann. Ich habe auch mal Bock, irgendwie auf den Sieg zu fahren, also den Siegradweg zu machen und mal gucken, was sonst noch alles für tolle Radtouren gemacht werden dieses Jahr. Ihr wisst, bei mir auf dem Kanal gibt es ja Kajaktouren, Wanderungen, Mountainbike, Radtouren und Lost Place. Ich versuche halt ein bisschen ja, vielfältig zu sein auf meinem YouTube-Kanal. Ich finde, das macht halt auch aus. Ich habe mal eine Zeit lang richtig mega Bock auf Wandern, also Bock aufs Mountainbike fahren. Ich habe richtig Bock auf Lost Place, ich habe richtig Bock aufs Kajak fahren. Also ich mache mal dazu, sobald ich vielleicht Lust habe und so. Und halt habe ich einfach gekommen. Packe ein Mountainbike aus, das habe ich jetzt vor einem Monat ungefähr mir überholen lassen. Habe dafür dann knapp 350 Euro gezahlt, alles mal wieder fit machen lassen mit der Kiste. Neue Bremsen, Reifen dann aufgezogen, neue Pedale dran gemacht. Dass ich selbst keinen Führerschein habe, ich habe bewusst den Führerschein entschieden habe, bin ich natürlich von meinen Fahrrädern abhängig. Ich habe zwei, mein Motor rotes, mit dem ich auch unterwegs bin, mit meinem Hauptfahrrad. Ja, muss halt meine Fahrräder auch gut pflegen, Leute. So wie andere Leute ihre Autos reparieren, gut pflegen, so pflegt meine Fahrräder, Leute. So, jetzt müssen wir mal hier lang, Leute. Okay. Ja, jetzt zeige ich euch schon mal einen kleinen See hier, den die Gegend auch ist. So, ich mache mal kurz hier vom Lenkrad mal ab. Ja, das Schöne ist hier eine Gegend um Mepla, Afstadt, Brühl, Kirbeck, gibt es immer sehr viele Seen. Man kann zum Beispiel auch von Brühl aus eine Seentour machen und verschiedene Seen in der Gegend angucken. Wie zum Beispiel Heidenbergsee gibt es hier. Es gibt hier den Lipplerer See. Es gibt den Ober-Unter-Mittelsee, den Zwillingssee. Also hier in der Gegend gibt es extrem viele Seen, wo man auch wunderschöne Wanderungen, Mountainbike-Touren machen kann. Es gibt locker über 14 oder 15 Seen hier in der Gegend, Leute. Und hier ist zum Beispiel wieder einer der kleineren Seen. Wie er heißt, Leute, werde ich hier natürlich gerade aktuell einblenden. Ja, nachdem wir gerade eben ca. 3 Kilometer die Straße folgen mussten, dürfen wir jetzt wieder zurückzukehren in ein Mountainbike Trail. Es ist richtig Spaß gemacht, hier lang zu fahren. Hier. Der Boden ist nur noch ein bisschen matschig hier von den letzten Tagen, den ganzen Regen so halt. Mal gucken, wo uns diese Weg hinführen mag, Leute. Bin ich ja mal gespannt. Super, da ich auch vorhin auf dem Hindernis. Gestürzter Baum. Ich muss jetzt mal absteigen. Mal das Fahrrad hinüberheben. Ich kann es auch für uns direkt schon weiter gehen. Natürlich kann sowas mal vorkommen auf dem Weg hier. Das sind umgestürzte Bäume. Den Weg hin. Aber ich habe meistens immer eine Möglichkeit darüber hinwegzukommen.
Ja, schön hier, das Stück hier. Ich muss jetzt die durchspielen. Geil. Also, wie viel zu Hause fahrt, putzen Leute. Geil. Ja, so, inzwischen haben wir knapp 14 Kilometer zurückgelegt auf der heutigen Tour. Ja, es befahren gerade einen sehr schönen Abend hier. Etwas breiterer Weg hier. Es ist aktuell eine sehr schöne Mischung aus schmalen, breiten Wegen hier. Macht richtig viel Spaß heute die Tour. Ja, ich muss schon sagen, Leute, wer kann man ja nicht haben, ne, bei einer Fahrradtour. Wir haben Asphalt gehabt, ein Stück Straße gefahren, einen kleinen Trail gefahren, breitere Waldwege und jetzt fahren wir quasi Feldweg. Also alles, was im Prinzip man machen kann, machen wir aktuell von den Wegen her gesehen. Sehr, sehr cool. Ja, aktuell 13, 14 Grad, heute sehr, sehr angenehm. Letzten Tag hat es noch sehr, sehr viel geregnet, aber es war richtig geil, dass man ja jetzt mal die Sonne wieder hinauskommt, langsam. Macht doch mega, mega Spaß. Natürlich, eine Tour ist für mich eh immer das Größte, wenn ich unterwegs bin, einfach in der Tour. Ich liebe es einfach zu genießen, unterwegs zu sein, vor allen Dingen auch dann in der Tour absolut genießen zu dürfen. Laut hier an der Seite, schön zu erkennen, sind Tannenbäume. Das sind Tannenbaumplantage hier. Auf beiden Seiten gibt es hier und da auf der Seite gibt es halt Tannenbäume. Vielleicht werden ja hier für Weihnachten schon gezüchtet, um mehr Weihnachten dann einen Weihnachtsbaum zu haben, Leute. War sehr cool hier, die Tannenbaumplantage. Ja, hier haben wir eine etwas freiere Sicht hier auf die Landschaft. Hier vorne, Leute, sehe ich schon den Papsthügel vor meinen Augen. Ja, mal gucken, was es mit diesem Papsthügel auf sich hat. Natürlich werden wir da nicht den Papst treffen. Wie ihr wisst, lebt der Papst ja im Vatikanstaat. Aber ich glaube, es hat irgendwas mit so einem Jugendtreffen von 2005 zu tun. Aber mal gucken, was wir da für Informationen finden werden können beim Papsthügel, Leute. Leute, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier sind jede Menge Bienen. Hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bienenstöcke hier, wie ihr vorhin sehen könnt. Direkt in diesem Rapsfeld. Und hier sind extrem viele Bienen hier, die hier vorne Honig produzieren. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht produziert und so halt. Aber sagen wir mal halt, ja, die stehen frech im Feld, Leute. Ich gehe auch nicht mehr ran. Also hier ist ein Bienenstock, da und da. Kann man hier im Grunde auch sich gut aufhalten. Okay Leute, ich muss mal fahren, die kommen noch zum Angehen wieder. So Leute, jetzt geht's berghoch zum Papsthügel. Hier gibt es eine kleine Information, die werden wir kurz mal anhalten. Und so eine kleine Information hier hineinziehen. Ja, Leute, ich nicht länger bleiben können bei den Bienen, weil die wurden unruhig und haben angefangen, das noch anzugreifen schon. Ja, hier ist man jetzt kurz vorm Papsthügel. Hier hat man eine kleine Information hier über dieses Anlage bzw.
Gebetsgedöns da. Wenn ihr wollt, Leute, liest es diesmal durch. Einfach das Bier hier stoppen. Das war noch damals hier zu hier Papst Benedikts Zeiten halt. Ich glaube, Benedikt war noch der deutsche Papsttyp da. Leute, ihr kennt mich ja. Meine Einstellung in Sachen Kirchen. Ich bin absolut nullgläubig und glaube an diesen ganzen Kirchengedöns nicht. Aber jeder hat seine freie Meinung. Ja, 2005 war dann hier eine riesige Veranstaltung gewesen auf diesem Hügel. Und zwar im August, genauer gesagt hier. Und die hat hier ich glaube, es war so ein Jugendtreff hier von der evangelischen Kirche. Also für mich ist der ganze Kirchenplatz ja alles gleich halt, ne? Die glauben alle an das, hier an Gott und so ein Gedöns, alles halt. Aber ich finde das trotzdem interessant, diese Geschichte hier über Gott, auch wenn ich nullgläubig bin und noch niemals mein Leben gläubig werde oder sein mag. Und ich kann auch niemals irgendwie einen Weg zum Glauben finden, weil viele sagen, ja, hier mal kurz einen Punkt. Ein bisschen so. Viele sagen, ja, jeder findet irgendwann mal zum Glauben so halt, aber für mich ist der Glaube Humbug. Ich werde mein Leben niemals an Gott glauben, weil dieser ganze christliche Gedöns bringt mir persönlich nichts. Ich persönlich finde, man muss selber an sich glauben, selber von sich überzeugt sein. Und Gott und so ein Gedöns kann mir mein Leben nicht weiterhelfen, Leute. Aber trotz allem respektiere ich den christlichen Glauben, aber auch die anderen Glaubensrichtungen, die es auf Welt gibt. Ich finde ein ganz einfaches Beispiel halt, man sollte hingehen und sollte einfach, aus meiner Sicht, jeder Mensch und jeder Glaube irgendwo gleich. Man sollte einfach keine Kriege führen oder sich nicht gegen das bekämpfen, nur wegen diesen Glaubensunsinn. Ich gebe leider sehr viele Kriege. Und ja, viele Scheiße nur wegen Glaube halt. Allerdings will ich nicht weiter ausholen wegen Glauben. Jeder seine eigene Meinung in diesem Punkt zu Sachen glauben. Und meine Meinung ist halt, Glaube wird mein Leben niemals eine Rolle spielen, Leute. Trotz allem finde ich den Glauben gewissen Punkten interessant und auch gewisse Punkte mir anzugucken, finde ich relativ toll, Leute. Ich würde sagen, lass uns nochmal auf dem Pferd schwingen und gemeinsam jetzt hochfahren zum Papsthügel und das mal von da oben uns mal anschauen, Leute. Aber wie schon gesagt, Glaube ist halt, ja, kann man sich drum streiten und so. So, mal gucken, weil es noch hoch geht. Also von oben hat man bestimmt mal eine herrliche Aussicht und da oben werde ich auch mal eine kleine Pause einlegen. Ja, hier im Umkreis gibt es überall so Statuen hier einmal rum um diesen Papsthügel herum verteilt. Von oben hat man doch schon eine schöne Fernsicht. Da ganz im Hintergrund müsste eigentlich Erfurt liegen hier. Und da hinten dann irgendwo auch Köln, in dem Bereich hier, glaube ich. Ja, hier kommen wir dann exklusiv auf den Papsthügel. Hier ist das Kreuz vom Papsthügel da oben, zu sehen schon mal. Und hier gibt es so eine Altar, würde ich mal sagen. Hier schön zu sehen mit Maria und irgend so einem Baby. Wisst ihr. Und hier gibt es jede Menge Kreuz zu sehen halt. Die dann hier von Leuten gemacht worden und dann hier abgelegt worden, diese Kreuze hier. War schon interessant, Leute. Ja, und dann von hier rum aus kommt man dann mit dem Fahrrad zu Fuß nochmal hoch hier.
dann kann ich das Ganze mal ein bisschen hier angucken. Ja, ja, und hier waren wohl die ganzen gläubigen Menschen gewesen und haben dann hier zu Jesus gebetet und haben ihren Glauben nachgegangen, ob man es auch mal nennen mag. Ich denke mal, 2005 war hier extrem viel los gewesen, so halt, ne? Klar, ich meine selber, ich bin, keine Ahnung, was ich bin. Also ich habe sowas vom Glauben abgeschlossen. Ich kann echt nicht sagen, ob ich katholisch bin oder evangelisch. Für mich ist das beide der gleiche Schrott im Grunde. Das Kreuz sieht echt schon sehr cool aus. Sehr eindrucksvoll. Wenn das Kreuz heute von außen hier so aussehen hier. Ist relativ hoch und groß. Die Bibel schon seit einigen Kilometern dieses Kreuz. Ja, hier ist Kreuz von der Seite mal zu sehen. Übrigens gibt es hier auch noch überall Bänke. Ich habe gerade ein paar Kekse gegessen und trinke gerade noch was. Ja, hier kann man echt eine gute Zeit verbringen. Ja, ist auch nicht gerade so viel los. Es waren gerade drei Leute hier. Hier gibt es irgendeinen seltsamen Stein. Wahrscheinlich war das hier so eine Art Altar vielleicht gewesen, wo dann hier der Priester die Leute dann bequatscht hat über Gott. Und von hier kann man das Kreuz von Angelt nochmal schön sehen, Leute. Ja, ist eigentlich cool hier zu sein, um das mal anzugucken. Den sogenannten Papsthügel. Hier nochmal den Papsthügel. Eine Rundumsicht, Leute. Mal gucken, wie ich von hier aus weiterfahre halt. Bin ich aktuell bei knapp 22, 23 Kilometer momentan angekommen. Mal gucken, wo ich jetzt noch hinfahren werde. Vielleicht werde ich mir hier in Ruhe überlegen. Weil ich auch entdecken durfte hier auf dem Papsthügel. Da gibt es hier so eine Art Stern, kann man sagen, hier, Leute. Und dieser Stern ist hier mit, achtet mal, Leute, hier erstmal hier Weltjugendtag 2005 war das. Kölner Weltjugendtag 2005 war es gewesen. An diesem Ort, also Weltjugendtag 2005, da ist schon dieser Papsthügel entstanden. Und hier gibt es überall dann Inschriften. Ich schätze mal, das sind alles Inschriften hier. Chile zum Beispiel, darin Leute gewesen hier. Auch Chile, Costa Rica. Ja, und dann verschiedene Inschriften mit den Menschen, die hier waren. Und ja, aus ihrer Landessprache halt. Irgend so ein, ja, keine Ahnung, Gotteszeug steht hier wahrscheinlich drauf und so. Extrem viele Christen auf der Welt. Bahrain, Malta ist hier, Leute. Mexiko, Luxemburg. Ich werde heute einmal komplett rumgehen und das einfach zeigen, aber ich glaube, das wird dann zu viel hier. Österreich, die Amerikaner, okay. Die Uruguayer waren hier gewesen. Also viele Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen haben sich dann hier 2005 zusammengefunden. Ja, um gemeinsam hier dann auch an Gott zu beten, zu glauben, wie man das nennen mag, Leute. Das ist echt cool, Leute, hier. Wenn man überlegt, dass 2005 bestimmt extrem viele Menschen hier waren und sich hier ja im Glauben und ja, die Gottessache dann hingegeben haben, Leute, oder wie man es nennen mag, keine Ahnung. Aber trotz allem ist es schön, in diesem Ort zu sein, auch wenn das für mich persönlich überhaupt nichts wäre, so mit 100.000 von Leuten an so einem Kreuz zu stehen und an so eine Sache zu glauben und zu beten. Das ist für mich absolut nicht der Typ. Aber Leute, ist ja egal. Jeder hat seine Meinung, wie schon vorhin erwähnt in diesem Video. Ich werde hier noch eine Trinkpause machen, ich werde mir überlegen, ein bisschen weitergeht, Leute. Und zwar vom Papsthügel geht es dann gleich weiter. Yeah! Yes, 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 es geht gleich weiter, weiter, weiter. Ja, Leute, ich verlasse mir ein paar Zügel und fahren weiter. Haben es noch 19 Kilometer heute vor uns auf der heutigen Strecke. Und ich bin mal gespannt, was so noch kommt. Bleibt doch einfach dran, auch nach dem Papsthügel kann es wahrscheinlich spannend weitergehen.
Ja, nach dem Papstuhl geht es für uns hier erstmal an den Waldrand entlang. Irgendwie dieser Wald hier ist auch ein reines Naturschutzgebiet und Ökogebiet hier. Ja, ist sehr entspannt bisher, die weitere Tour. Ja, und vor allem noch nicht viel los. Ich habe jetzt 3, 4, 5 Leute oben auf dem Berg nachher gesehen. Ja, und sonst meistens alles nur Fußgänger, ein paar Radfahrer gesehen. Aber heute ist echt sehr entspannt hier. Ich habe gerade den Abzweigen verpasst, habe ich gerade gesehen. Ich muss nochmal umdrehen, Leute. Okay. Ne, nicht gerade auf dem Weg. Ich muss einmal umdrehen, Leute. Vorne reingemusst, okay. Hier geht's mal, okay. Cool, das ist ein Trail gefahren, das ist doch richtig geil. Das ist ein schöner Mountainbike Trail aus dem Wald, das ist ja geil. Sehr, sehr cool. So Leute, nach dem kleinen Trail, das ist ein Waldtrail. Komme halt auf die Straße und so. Aber ich bin auch höchstens so 2 Kilometer reingekommen durch den Trubal Trail und nachher alles abgeholt. Das heißt, ich muss einen Umweg suchen, aber ich bin jetzt auf dem richtigen Weg aktuell. Leute, ich spiele noch einen kleinen Mini-See entdeckt. Der führt direkt hier an so einer Landstraße vorbei. Dieser kleine See hier ist auch ein reiner Naturschutzsee und hier ist einem auch verboten. Es geht einfach hier um die Natur und die Tiere hier, die in diesem See hier leben. Dass sie halt in Ruhe ihre Natur genießen können, Leute. Ja, wie der Zufall es will, komme ich hier an Naturschutzgebiet vorbei. Marienfeld nennt sich das hier. Hier gibt es eine kleine Information zum Naturschutzgebiet Marienfeld. Das ist nicht schlecht hier, Leute. Sonst geht es hier vorne geradeaus weiter runter Richtung Tal erstmal. Hier, Leute, ich habe mich entschieden, jetzt einen anderen Weg zu fahren, da ich noch 10 Kilometer denselben Weg zurückfahren müsste. Darauf habe ich keinen Bock gehabt, das habe ich einen anderen Weg gesucht. Das Schöne ist, ich bin jetzt hier genau an der Erft. Diesen Weg bin ich schon mal komplett gefahren. Und zwar von Holzmühlen aus bis nach Neuss. Kann man komplett die Erft entlang fahren. Von daher kenne ich diesen Weg auch schon. Ich fahre es Richtung Wallerswist. Bis auf Wallerswist sind es jetzt aktuell circa noch 13 Kilometer. Ich habe jetzt 39 Kilometer hinter mir. Also komme so auf gut und alles gut läuft aktuell so auf 53 Kilometer heute. Aber ist noch schön, noch mal eine längere Zeit noch mal das letzte Stück hier für uns heute gemeint auf unserer Tour, um noch 30 Minuten haben, die Erft entlang fahren zu können, bis nach Wallerswist, Leute. Natürlich kann man auch in die Erft mit seinem Kajak einbooten, verschiedenen Stellen. Aber die Erft ist leider nicht überall mit dem Kajak befahrbar. Da muss man sich vorher informieren. Ich würde sagen, wir fahren die letzten 13 Kilometer bis nach Wallerswist. Da werden wir dann den Zug einbooten. Oder einbooten, ist auch schon einsteigen, besser gesagt. Ja, und dann zurück nach Hause fahren, Leute. Leute, aktuell muss ich eigentlich hier weiterfahren, aber ich denke, es ist hier abgesperrt. Warum auch immer. Vielleicht hängt es mit der Flut eben zusammen.
Wir hatten vor circa drei Jahren die Flut in der Gegend gehabt und die war sehr betroffen gewesen hier. Und hier geht es irgendwie nicht weiter aus irgendeinem Grund. Apple liegt in der Flut oder hat andere Gründe, warum es hier abgesperrt ist? Weil das Gelände hier, das liegt hier brach, ist hier umzäunt. Jetzt muss ich einen anderen Weg suchen, bis ich hier weiterkomme. Komisch. Also Apple liegt wirklich in der Flut. Ist auch schön, auf dem übrig geblieben sind. Wo es der andere Gründe, warum es nicht weitergeht. Ich muss gucken, wie ich weiterkomme, Leute, erstmal. Aber theoretisch, wie gesagt, müsste ich wirklich eigentlich folgen können. Aber was leider ihr sehen könnt, hier auch abgeschlossen und so. Seltsam. Ja, egal, da wird schon irgendwie einen Weg finden, weiterzukommen. Wir gerade näher mussten, lag an dieser Kiesgrube. Hier mussten wir komplett rumfahren. Jetzt sind wir in den Erfurt gelandet und aktuell ist hier ein Fahrweg Erfurt unterwegs. Ja, man muss natürlich schon wieder ein paar Umwege in Kauf nehmen, Leute. Komm, ist ein langer Weg hier. So, Leute, sind wir 55 Kilometer hinter uns gebracht, haben noch 2,5 vor uns. Ja, durch einen blöden Umweg in die Fähre musste, bin ich doch am Ende anstatt in Valladolid gelandet, in Erfurt gelandet. Bin von hier aus auf dem Weg zum Kirchberger Bahnhof. Am Ende werden wir ca. 7,5 Meter hinter uns gebracht haben. Ja, Leute, die Tour hat richtig, richtig Spaß gemacht. Die allererste Mountainbike-Radtour dieses Jahr hat richtig viel Spaß gemacht. Anfang schön aus dem Wald, dann kam der schöne Bleibtreu-See, dann kamen schöne verschiedene Fahrwege, schön schmale Wege, schön breite Wege, schöne Waldwege und dann ging es zum Papsthügel. Von da aus ging es nachher wieder auf dem Faltweg weiter entlang, wieder durch den Wald. Am Ende mussten wir einen Umweg fahren, da haben wir uns leider ja, etwas verfahren wieder, da mussten wir wieder Umweg fahren. Im Endeffekt sind wir jetzt wieder hier fast am Ende der Tour angekommen, wo wir angefangen haben, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, Leute. Wieder viel, viel Spaß mit euch zusammen gemacht, heute auf Tour zu gehen, auf die erste Mountainbike-Tour. Es wird auf jeden Fall diesmal noch mehrere Mountainbike- und Radtouren folgen, Leute. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns demnächst wieder, wenn ich für euch und für mich heißt. 1, 2, 3, Schaa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